Moin Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen DLC-Vorstellung von The Hunter Call of the Wild. Ja, es ist jetzt raus das neue DLC mit ja, Afrika. Wir sind in Afrika, also das ist eine neue Map. Die Map heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Wuronga Savanne. Wie wir sehen, es ist auch sehr afrikanisch angehaucht. Wenn ihr euch wundert, warum mein Bild immer so rumpft, wackelt. Ich spiele das Spiel mal mit Eye-Tracker. Also, wo ich hingucke, da guckt der auch hin. Der Charakter. Das ist ganz cool, aber wir kommen jetzt nicht zu. Wir wollen ja nicht den Eye-Tracker vorstellen, wir kommen jetzt einfach mal zu dem, was hier Inhalt des DLCs ist. Also, es ist nicht nur die Map dabei, es gibt auch ein neues Gewehr. Das Gewehr. Einmal hier in der Ausführung. Es ist eine Doppelschuss. Ja, Kaliber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding. Seht das hier irgendwo? Doppelflinte. Ja, keine Ahnung. Die gibt es in der Ausführung und in der zweiten Ausführung. Kostet 125.000. Hat, ja. Rückstoß von 100, die Präzision von 55, Nachladezeit von 10, Luftschuss 12 und Magazinkapazität 2 Schuss. Dazu kommt dann noch das Visier. Und zwar dieses hier. Es ist einfach nur so ein Red Dot Visier. Zeig euch das mal. Also ist jetzt nichts Besonderes mit Zoom oder so. Ich weiß gar nicht, ob man da ein anderes draufpacken kann. Muss ich gleich mal ausprobieren. Probieren wir mal aus. Ich habe hier noch ein paar zur Auswahl. Wir nehmen mal dieses hier. Und dieses mit der anderen Aufnahme mit dazu. Mal gucken, ob ich das damit drauf basteln kann. Nicht wundern, also ich habe jetzt so viel Money, das habe ich mir natürlich nicht erspielt. Das habe ich jetzt mir mal zusammengecheatet, um euch hier das zeigen zu können. Weil das kostet natürlich schon eine Stange Geld. Aber darum geht es ja auch gerade nicht. Also wir probieren mal das da drauf zu ziehen. Das hat nicht funktioniert. Und das kriegen wir da auch nicht drauf. Also das Einzige, was drauf passt, ist dieses hier. Das Neue. Okay. Rucksack, wir packen die natürlich wieder zurück, dass ich nicht so viel Gase überlastet bin. Finde die Map sehr schön. Also die Geräusche gefallen mir natürlich wieder. Das ist ja für The Hunter bekannt, dass die Geräusche so passend sind. Natürlich. Die neue Knifte hat natürlich auch ja, einen ziemlich ohrenbetäubenden Knall. Ich baller mal einfach mal. Also vom Verziehen her. Schauen wir mal, wenn wir jetzt da hinzielen, halten wir mal die Luft an. Ja, das ist schon ein ordentliches Stück. Das ist schon ein ordentliches Stück. Da kommen ganz schöne Geschosse rein. Die Munition dafür ist auch recht teuer, muss ich sagen. Munition, Gewehre, das sind diese hier. Achso, da steht ja auch. 470er, das sind schon ganz schöne Oschis. Mit mehr Aufpilzung kostet 5000 die A10 Schuss und 10 oder 5 Schuss. 10 Stück. Und mit Durchschlagskraft kosten 6500. Effektive Schussweite von 75 Meter. Also das ist schon was zum näher rangehen. Dafür knallt das dann natürlich auch das Tier weg. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde auf die Pirsch. Such mal ein paar Tiere und melde mich dann gleich bei euch wieder. Bis gleich. Ich bin mal hier auf den Aussichtsturm hochgelaufen. Ich finde die Aussicht sehr schön. Die Map ist wieder super.
Also ich habe, bis auf die Mad Red Tiger, habe ich eigentlich von den, an den Karten überhaupt nichts auszusetzen. Die sind super geworden. Berge im Hintergrund. Hat schon so ein bisschen afrikanisches Feeling, finde ich. Ich klicke jetzt mal hier drauf, dann kommt ja der Rundflug. Dann gucken wir uns das doch mal einfach mal an. That is everything I ask you to do. Away, grandchild. Also wie gesagt. Oh, hier war ich schon ein bisschen aktiv. Oh no, we have a problem. Finde Remember auch. How we lost the lions, das the elephants eher. And all but one rhino? You know what the Oh, da ist problem ein Tier. was, don't you? Poachers. They littered the reserve with traps. The Aha. Busha, the eastern land was hit hardest. My crew helped the police push these poachers out of the Busha, but they left so many traps behind, no matter how many we've cleared, Oh, fein, we okay. keep finding more. Da ist meine A junior Aufgabe guide hier, spotted so ein a bisschen few of these Story. traps not far from where you started. Could you kindly clear them out? So ein bisschen Story Mode hier mit drin, ne? Das heißt, wir müssen hier die Fallen mal suchen und entschärfen. Was ich halt sagen muss, ist die 8 Euro oder 9 Euro, ich glaube 8,99 kostet das Add-on standardmäßig. Ja, das DLC finde ich jetzt nicht zu teuer. Wenn ich mir angucke, was das hier für Arbeit wieder war, finde ich es tatsächlich gerechtfertigt. Ja, da haben wir doch was gefunden. Da hinten haben wir einen kleinen Kudu. Der ist natürlich noch ganz schön weit weg. Mal schauen, wie schwer das ist, den zu kriegen. Ich nehme auch mal die neue Flinte. Also zu bejagende Tiere, wenn ich hier in die Fauna gucke, das wird ja mal einfach nur unten dran geschrieben. Haben wir hier den Streifenkudu? Na, kann ich es anklicken? Ja, den Streifenkudu. Den Kaffernbüffel. Den kleinen Kudu. Den Buschhasen. Den Streifenschakal. Den Springbock. Der ist übrigens in der Bewegung mega nice zu schauen. Und das Warzenschweinchen. Ja. Ich wollte jetzt mal gucken, ob wir den noch kriegen da drüben. Na, ist er abgezogen bestimmt. Hat den bestimmt verloren jetzt. Ja, wir gehen mal langsam runter, da ist ja Wasser, so wie es aussieht. Vielleicht steht er da ja auch noch am Wasser. Machen wir mal ein bisschen reines Gameplay. Mal. Vielleicht kriege ich ja jetzt doch noch hier eine Vorstellung, was in der DLC-Vorstellung, was vor die Flinte, das wäre natürlich praktisch. Na? Mit dem Eye-Tracker ist schon praktisch, man kann sich umsehen, ohne jedes Mal die Maus zu bewegen. Das heißt, man verändert nicht jedes Mal die Laufrichtung, weil er wirklich den Kopf dreht, das ist schon nicht schlecht.
Ich glaube, ich werde die nächsten Tage auch mal ein Video machen. Gameplay mit dem Eye-Tracker hier. Dann mache ich auch mal diese Gasblase an, dass ihr seht, wo ich hingucke. Man erkennen kann, warum sich das Bild immer so bewegt. Ja, ich glaube, das Viech ist weg. Habe ich da irgendwas gehört? Das ist ein Aussicht oder so ein Ansitz, den ich aufbauen könnte. Von hinter mir? Okay, der Wind kommt von. Ah, okay, der Wind kommt von da. Ja, gehen wir mal lieber dahin. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt. Wie ihr seht, das durch den Eye-Tracker wird das HUD auch durchsichtig, wenn ich nicht hingucke. Na? Muss erst mal wieder lernen, die Geräusche hier neu zuzuordnen, was was ist. Den anderen Maps konnte man das ja schon ganz gut eigentlich. Ach, und was mir aufgefallen ist, die Hütte an dem ersten Standpunkt, wo man anfängt, die ist buggy. Da komme ich irgendwie nicht rein. Da ist die Tür zu klein. Oder mein Ego zu breit. Oh, da, was haben wir denn Feines? Ein Streifenschakal. Okay, Streifenschakal, dann nehmen wir aber die für. Rot. Rot mit Rehposten drin. Laden ist sie auch. 75 Meter da. Die werden wir mal auf. Machen wir die auf? Ja, die Windeln nehmen wir auf 75. Weites Entfernung. Ach, da hinten lief er weg. Ja, der Wind geht in die Richtung, genau. So ein Kack. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, der Lümmel wird da nicht wieder rauskommen, befürchte ich. Diese Geräusche, die sind echt der Knaller. Es ist so, als wäre man draußen. Natursch. Oh, da ist was. Waldspaziergang im Wohnzimmer. Da ist er doch wieder. 100 Meter. Ah, wie weit war die? 150.
Oh. Das war jetzt zwar nicht so ethisch richtig, aber ich habe ihn getroffen. Also Präzision ist bei dem Ding auch gegeben. Ich habe den mich schon wieder ganz bescheuert getroffen. Er ist jetzt nur tot, weil. Ist nun mal so. Wenn man von so einer Granate getroffen wird, dann. Ja. So ein kleiner Schakal hat da nicht so viel gegenzusetzen. Denn war doch hier irgendwo. Hm? Ich habe die Augen verloren, ich dödel. Gucken, das war doch schon hier in die Richtung. Jo. Rot ist er. Ein bisschen Käse, ja. Schießt ein Vieh und triffst ihn und findest ihn nicht wieder. Und Steine. Ja, das ist jetzt wieder typisch Würfeleffekt, typisch Zottel. Geschossen und nicht gefunden. Bei dem ist er wohl unter verloren gegangen verbuchen. Ach, guck mal. Warte, nee, das war der doch nicht, oder? Das ist ja ein Stein. Er hat so zerrissen durch die Kugel, da findet sie gar nichts mehr wieder. Na, gucken wir mal, ob wir noch was finden. Wir gehen aber nicht in die Richtung, in die der Wind zieht. Ja, haben wir noch was? Wahrscheinlich durch den Jagddruck und den Lärm ist gerade nichts mehr da. Wie immer.
Ja, wie es immer ist, wenn man was zeigen will, wenn man was sucht, dann findet man eh keine Tiere. Und teilweise gehst du, machst das Spiel an und stehst direkt in der Gruppe in einer riesigen Gruppe Tiere so. Keine Spuren, keine Losungen. Ja, ich werde das, glaube ich, in den nächsten Tagen auch einfach noch mal ein paar Mal ein bisschen öfter spielen oder mal ihren, ja, ein Zottel auf der Pirsch machen, glaube ich. Bisschen diese Map hier bespielen. Aber ich befürchte, wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, es wird sonst ein bisschen lang. Das heute nichts mehr hier mit Tierchen. Doch schon wieder gegen ist zum Wind hin, ne? Mit dem Wind. Na, finden wir noch was? Aber den Hügel hier rüber ist doch vielleicht noch ein bisschen eher Gental gucken. Ja, schade. Okay, das soll es dann für jetzt erstmal gewesen sein. Fazit: Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses DLC zu kaufen. Es macht bestimmt wieder mega Spaß, diese Karte zu bespielen. Das, was ich jetzt bis jetzt schon gesehen habe, finde ich geil geworden. Danke fürs Einschalten, danke für euer Interesse. Ich hoffe, ihr schaut auch bei meinen anderen Videos mal rein. Bis dahin, ciao, ciao.